Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Coral Island. Wir gehen nach draußen und gucken, was der Tag bringt. Wir haben Post bekommen. Hey Thomas, ich habe das hier gesehen und musste an dich denken. Stephen meint, es sei eine gute Idee, es dir zu geben. Ich hoffe, es gefällt dir. Macy. Ja, so einen schwarzen Siegel haben wir schon. Haben wir auch schon oft verkauft. Deswegen wandert das auch direkt in die Truhe. So, da haben wir nochmal ein bisschen Holzkohle produziert und werfen auch direkt wieder was nach. Falsche Truhe, da rein. So, wir gehen zu unseren Tierchen. Holen Eier ab, streicheln die. Alles, was sie brauchen. Ja, ist ja gut. Elke hat fast komplett alle Herzen voll schon hier. So, da haben wir es. Es ist Sonntag, ich glaube, heute hat auch die Viehzucht ein bisschen länger offen. Wir wollten dann nochmal schauen, ob es Heizkörper gibt für den Winter. Das sollten wir auf jeden Fall vor dem Winter noch in Erfahrung bringen. Nicht, dass wir nachher dastehen und ja, es zu Problemen kommt. Ich habe auch. So, kommt raus. Und fühlt euch frei. Da haben wir unsere ersten Taro-Samen. Und wir gucken mal, ob das Labor heute wieder offen hat. Da hatten wir ja auch eine Verbesserung abgegeben und leider in der letzten Folge hatten die geschlossen. Da war leider nichts zu machen. Hier die Reihe haben wir vergessen. Da kommen weitere Taro-Knollen dazu. Wunderbar. So, Gerste ist auch fertig. Den 21. haben wir. Also, ich glaube, bis 28. geht es wieder. 7 Tage haben wir dann also noch. Müssen wir mal gucken, was wir jetzt anpflanzen. Wieder auffüllen und dann können wir hier auf jeden Fall schon mal einige Sachen reinwerfen. Da
Das sind die Taro-Knollen, die bewahren wir auf. Zwei können hier schon mal rein. Das können wir verkaufen. Und die Gersten müssen wir aufbewahren. Wo haben wir es? Da. Eine. Und die. Ja, eigentlich könnt ihr dann erstmal mitkommen und hier mit reinwandern. So, die beiden Milch verkaufen wir. Und ja, die Eier packen wir dann wieder in die Mayonnaise-Verarbeitung. So, die wandern hier mit rein. Und dann können die Taro-Knollen von mir aus hier mit rein. Okay, die Felder werden gegossen. Ja, wir müssen natürlich nochmal jetzt darauf achten wieder, dass wir neue Pflanzen aussehen. Ich kann es nicht oft genug betonen. Kann alles weg. Ja, wobei ich glaube, silberne brauchen wir noch. Ne, tatsächlich haben wir die auch schon. Wunderbar. Ja, die Milch kann dann auch weg. Die Gerste hatte ich jetzt nicht drauf geachtet. Da. So, neue Sachen aussehen. Blaue Dahlien haben wir gar nicht. Deswegen würde ich die jetzt einmal nehmen. Auch wenn die nur 4 Tage brauchen. Das ist dann so. Ja, eine haben wir übrig. So. Du kommst dann hier noch mit rein. Sieht so aus. Wir brauchen auf jeden Fall Glas. Und dann würde ich auch Schrott nochmal herstellen lassen. Ja, wenn wir im Labor sind, trifft sich das ganz gut. Dann können wir diesen Fossilienbrocken nochmal aufbrechen lassen. Oh, und Kokosnüsse sind wohl fertig. Das heißt, wir müssten auch einen Abstecher nochmal zum Strand runter machen. Dort gibt es die meisten Palmen. So, Geschäft. Was haben wir? Ja, wir haben wirklich nur Heu und Milcheimer. Also es gibt keine Heizungen. Und hier sind die Tiere, die wir kaufen können. Okay. Ich wüsste nicht, wo wir jetzt sonst eine kaufen sollten. Vielleicht im Möbelladen, aber ja, wir riskieren es dann einfach mal. Ja, wir schauen uns die Palmen jetzt ein bisschen genauer an. Du hast gar keine. Sieht hier aus. Monarchraupe. Klingt interessant. Haben wir aber schon gespendet. Ja, eigentlich ein bisschen ungünstig, dass wir jetzt hier schon ernten, obwohl wir eigentlich zum Labor müssten. Bin mir aber echt nicht sicher, ob die überhaupt aufhaben. Ein Vanillefalter. Mhm.
Muscheln ohne Ende. Da sind noch Kokosnüsse dran. Manchmal übersieht man das auch ganz gerne. Haben wir eine Blume? Wunderbar. Bitteschön. Okay, diese Woche bereits zwei Geschenke. Den sehen wir auch nicht so häufig, den Waku. Hey, danke, dass du an mich gedacht hast. Kein Problem, Kollege. Ich muss das ganze Laub vom Teleskop entfernen, das ist so nervig. Der Herbst, ich liebe den Geruch, der in dieser Jahreszeit in der Luft liegt. So frisch und irgendwie würzig. Ich kann es nicht beschreiben, aber irgendwie sorgt er dafür, dass ich am liebsten den ganzen Tag im Wald umherwandeln möchte. So, auch für dich, bitteschön. Ach, du bist süß, ich danke dir, kein Problem. Die Sache mit dem Winter ist eben die, dass nicht viele Menschen unterwegs sind. Man kann nur schwerlich Kontakte knüpfen, wenn es sich alle zu Hause gemütlich machen. Ben sucht für mich in diesem Herbst nach Orchideen. Ich hoffe, er bekommt das hin. So, die wollen wir auch nicht liegen lassen hier. Die Herzmuschel. Und ja, hier findet man immer einige. Wunderbar. Bin mal gespannt, was wir für diese Kokosnüsse bekommen. So, für dich haben wir auch noch eine Pflanze. Bitteschön, ich hätte heute nicht mit einem Geschenk gerechnet. Was für eine schöne Überraschung. Hüte dich am Strand vor Quallen, Thomas. Du willst definitiv nicht von einer gestochen werden. Oh, es ist schon fast Winter. Es ist so schwierig, in den Wintermonaten ein gutes Training zu absolvieren. Okay, das war's mit den Palmen. Labor brauchen wir, glaube ich, nicht mehr versuchen. Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Yay, hier kriegen wir noch ein paar Kokosnüsse raus. Noch so ein bisschen durch die Stadt wandern, in der Hoffnung, hier noch was zu entdecken. Bitte schön, Juri, ich kann das nicht essen, Thomas, so verschwenderisch, das hätte länger wachsen müssen. Ach ja, die stand ja nicht auf Blumen. Eine der wenigen. So, wir gucken mal. Montag bis Sonntag von 8 bis 17 Uhr, samstags geschlossen. Okay, 8 bis 17, dann müssen wir das auf den nächsten Tag schieben. Wir müssen uns jetzt erstmal auf die Kokosnüsse konzentrieren. Das ist nämlich immer nur so ja, ein, zwei Tage, glaube ich, wo man die Möglichkeit erhält, dort mal sammeln zu gehen. Und das wollen wir natürlich nicht liegen lassen. Das ist bares Geld. Hätte ich jetzt fast übersehen hier oben. Hat sich gut getan, die Kastanie. Okay, wir sind eh voll. Dann lass uns mal hier unten. Ja, hier gehe ich nochmal lang. Aber hier unten ist auch eine Schnellreise. Dann gehen wir damit erstmal wieder nach Hause. Und legen die gefundenen Sachen alle mal ab. Ja, fangen wir mit den Tieren vielleicht an. Monarchraupe. Haben wir noch nicht. Vanillefalter. Oh,
sind in der falschen Truhe gelandet. Da wollen wir rein. So, den Vanillefalter haben wir jetzt auch 5-mal. Cool. Okay. Sonst haben wir, glaube ich, alle. Ja, sieht so aus. Können die Tiere schon mal weg. Die Muscheln ja auf jeden Fall auch. Die kennen wir schon. Der Sellerie kann weg. Die Herbsttrompete. Ach, wir haben schon wieder zu viel. Zu viel des Guten, was wir abgeben wollen. Okay, dann muss das warten. Können wir ein bisschen nachkippen hier. Kokosnüsse, wo haben wir denn Kokosnüsse drin? Wurde doch auch immer mal welche gesammelt. Da sind welche drin. Auch Sternfrucht schon. Da ist auch eine Kokosnuss. Ja, ich würde sagen, dann müssten wir die eigentlich hier reinpacken. Wer hier frisches Kokosnusswasser erwartet, wird enttäuscht. Ja, die Sachen verkaufen wir dann am nächsten Tag wieder. Der kann hier mit rein. Und dann würde ich sagen, wir haben noch so viel Energie übrig, werden wir mal kurz die Zeit noch nutzen und hier Bäume fällen. Ja, eigentlich müssen wir auch so ein paar Zapfhähne mal herstellen für die Bäume. Weil man da ja auch nochmal Harz dann draus gewinnt. Das wird vermutlich auch für irgendwas benötigt. Haben wir uns auch gar nicht drum gekümmert. So, das reicht für heute. Mehr geht nicht. Ja, wie gesagt, die restlichen Sachen verkaufen wir dann. Und wir gucken mal, was es im Fernsehen vielleicht Neues gibt. Früchte der Erde. Hey, hier zurück zur Natur mit mir, eurer Gastgeberin Jenna. Ein weiterer Tauchtipp: In 20 Metern Tiefe kannst du Kalikohummer fangen. Sie sind aber super selten. Sie zeigen sich nur nachts und verstecken sich im Frühling. Halte also im Sommer, Herbst oder Winter nach ihnen Ausschau. Du willst ja deine Zeit nicht vergeuden. Also ab den 20 Metern kann man die finden. Hast du das gewusst? Guten Tag, Leute. Willkommen zur Coral Talk Show. Hier sieht man Gäste aus aller Welt oder allen Welten und kann einen Blick in ihr Leben werfen. Ich, Conny, bin euer Gastgeber und heute heißen wir einen ganz besonderen Gast willkommen. Er stammt aus Midgur und arbeitet für eine Terror. Ja, das kennen wir alle schon hier mit seinen wunderbaren Haaren. Das kennen wir schon. Dann können wir uns vielleicht das Wetter nochmal anschauen. Dann haben wir auch alle Kanäle einmal durch. Willkommen bei WBC, eure wichtigste Nachrichtenquelle für Wetterinformationen. Die Vorhersage gilt für Coral Island und Umgebung. Morgen wird es sonnig. Ja, schlecht für uns, gut für alle anderen. Wir müssen arbeiten, wir müssen Pflanzen gießen. Und wir gucken mal, Tierzucht hat sich erhöht. Wir können jetzt eine Joghurtmaschine herstellen. Da bin ich mal gespannt, was wir dafür brauchen. Vielleicht Milch. Könnte gut sein. Fähigkeitspunkt haben wir einbekommen und 3 maximale Energie erhöht sich hier. Und 3500 haben wir schon wieder eingenommen. Sehr cool. Da können wir auf jeden Fall im Winter ordentlich Geld investieren. Nahrungssuche, ja, haben wir auch ein bisschen was gemacht. Tierzucht hat ein bisschen was gebracht hier mit der Milch. Ja, das große Ei jetzt nicht so viel. Tauchen, ja, der schwarze Segel, den wir geschenkt bekommen haben.
Gefangen haben wir einige Tiere. Da haben wir auch 562 anderes. Okay, die große Mayonnaise. Ja, ist auch nett. Ja, 170 für eine Mayonnaise ist, glaube ich, auch in Ordnung. Gut, Leute, damit sind wir auch dann schon wieder am Ende der Folge angelangt. Schaltet gerne wieder ein, wenn es weitergeht. Bis dahin.